Guten Tag, Herr Adler. Hallo. Steigen Sie ein, setzen Sie sich in die Mitte. Grüße Sie. Ja, ich grüße Sie auch. Geht es? Ach ja, ich muss mal gucken, dass meine Beine so tief lang mal, ja. Ich hoffe, Sie sitzen einigermaßen gemütlich. Das ist alles okay. Gut. Darf man in Köln wohnen, wenn man in Leverkusen Fußball spielt, René? Ach, ich denke, das hat sich alles ein bisschen normalisiert. Also, da wir auch eine junge Mannschaft haben, die auch gern mal abends was essen geht oder diverses Abendprogramm gestaltet, da ist das einfach vom Rahmenprogramm in Köln besser gewährleistet. Und das hat sich einfach so ein bisschen gedreht, dass eigentlich auch selbst mehr Spieler in Köln wohnen als in Leverkusen im Umland. Lieblingsverein? Lieblingsverein? Ja, ich weiß ja, worauf Sie anspielen. Schon immer gewesen, Manchester United. Aber wenn man so liest in England, die finden René Adler schon ganz gut. Wir waren ja da jetzt. Der Name steht oft in den Zeitungen. Wenn das so ist, ich weiß es nicht, ob es so ist, wenn Sie mir das sagen, dann glaube ich Ihnen das jetzt einfach mal. Dann ist das sicherlich eine schöne Wertschätzung, wenn dein Name mit einem großen Verein in Verbindung gebracht wird. Aber mehr auch nicht. Das ist in gewisser Weise auch eine Wertschätzung meines täglichen Trainings, wenn, wie schon gerade gesagt, dein Name mit so einem großen Club wie Manchester United oder anderen in Verbindung gebracht wird. Aber momentan ist das für mich kein Thema. Heinkes schießt die Bayern in die Europa League. Ist das so? Das wäre zumindest am Montag eine sensationelle Schlagzeile, wenn es so kommen würde. Also ich habe jetzt 2 Jahre mit diesem sensationellen Trainer zusammenarbeiten dürfen. Und das waren zwar sehr, sehr schöne Jahre, 2 erfolgreiche Jahre, die hoffentlich noch gekrönt werden mit dieser Zielsetzung, dass wir die erreichen. Aber Jupp Heynckes kann das meiner Meinung nach ganz gut trennen und er brennt vor Ehrgeiz. Ich erlebe ihn jeden Tag im Training. Er ist nach wie vor komplett mit dem Kopf hier in Leverkusen. Was habt ihr euch vorgenommen am Sonntag? Ja gut, der Trainer hat das auch schon gesagt und ich sehe, wie wir trainieren, wie wir brennen, in welchem Niveau und welche Leidenschaft und Intensität wir trainieren. Und da kann ich schon sagen, dass wir nach München fahren wollen, um da zu gewinnen. Also bei mir kam es noch nicht so oft vor, dass ich mit 9 Punkten Vorsprung nach München fahre vor den Bayern. Und das ist natürlich eine Ausgangssituation, die uns eine breite Brust verschafft. Leverkusen wird noch Meister, weil, René? Eher wenn Dortmund noch akut schwächelt. Chance ist da. Ja, es sind 5 Punkte. Also, Leverkusen weiß, wie man 5 Punkte verspielt. Ja, das ist richtig. Das sind natürlich alte Anekdoten, die jetzt gerne wieder rausgekramt werden. Aber man sieht ja auch, wie schnell es im Fußball gehen kann. Vor ein paar Wochen waren es noch 15 Punkte Vorsprung und am liebsten hätten sie die Schale nach Dortmund schon geliefert. Wir hätten das auch blind unterschrieben. Und wie gesagt, unsere Zielsetzung ist und bleibt, diesen Platz 2 zu festigen. Aber ich denke, wir wären auch alle fehl am Platz und falsch in unserem Beruf und in unserem Hobby, wenn wir sagen würden, wenn es die Möglichkeit bestünde, verschließen wir die Augen davor. Denn da werden wir alles dafür tun, dass alles Menschenmögliche dafür investieren, dass, wenn es denn eine Möglichkeit besteht, dass wir die auch wahrnehmen. René, Rechnung schicken wir direkt an Leverkusen? Ja, direkt zum Holzi hochschicken. Zum Holzi. Der ist unser Finanzminister, der wird das gerne bezahlen. Okay, René, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Alles Gute. Dankeschön. Gute Reise nach München. Danke, ciao.